Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen heute einige Teile, einige Kitsports von SV1 AFN vorstellen. SV1 AFN hat einige Projekte, das ist der Markis aus Griechenland, sehr viele interessante Projekte und es lohnt sich mal auf seiner Seite sv1afn.com durchzuscrollen und mal schauen, was er hat. Sehr viele für den Hemp-Bereich, aber auch Vorverstärker, Mikrofonamplifier und so weiter und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele schöne Sachen, meistens als Kit oder als Board mit sehr wenig Teilen, die selbst eingelötet oder angelötet werden müssen. Meistens beschränkt sich das auf die Anschlüsse oder vielleicht noch auf ein einzelnes, einfach einzulötendes Teil. Meistens die Kleinteile, die SMD-Bauteile, die Chips, die sind alle schon vorbereitet und eingelötet. Heute möchte ich Ihnen dieses Teil vorstellen, den Powerhead mit einem Frequenzbereich von 1 MHz bis 4000 MHz in 21 mV pro dB Schritten. Also dieses Teil sollte eigentlich Ausgangslevels, Leistungslevels messen in diesem Bereich. Und das werden wir heute überprüfen. Wenn ich das hier anklicke, sieht man das noch mehr im Detail. Man sieht wiederum eben 1 MHz bis more than, also sogar über 4000 MHz, 4 GHz. Und was entscheidend ist, sind hier der Ausgang, den man hier abgreifen kann, 21 mV pro dB. Und diese beiden Sachen werden wir überprüfen. Das ergibt eine solche Kurve. Diese Kurve ist einigermaßen linear, ich würde mal sagen von hier, minus 50 dB, minus 50 dB bis sicher 0 dB. Noch ein bisschen darüber, vielleicht plus 1, 2 dB, sollte diese Anzeige dann auch linear verlaufen. Also wenn ich hier von irgendwie 0 auf minus 10 dB gehe, sollte ich von diesem Level, also von irgendwie 1,9 Volt, sollte ich dann 210 Millivolt weniger haben bei 10 dB. Und diese Sachen werden wir überprüfen und das auch bei verschiedenen Frequenzen, nämlich eben etwa von 10 MHz, vielleicht 500 MHz, 1 Giga, 2 Giga, 3 Giga, 4 Giga. Diese Werte werden wir überprüfen und das werde ich Ihnen kurz vorstellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Board zu überprüfen. Eine ist ganz sicher, indem man einfach auf dem Multimeter die Ausgangsspannung ausliest und dann die Differenzen, die eben diese berühmten 21 mV pro dB, diese Schritte mal überprüft und schauen, ob diese Kurve richtig ist. Das machen wir jetzt und zwar bei einer Frequenz von 10 MHz. Wir werden das dann auch noch vielleicht mit großen Schritten 1 GHz und 3 GHz und vielleicht 4 GHz machen, damit wir auch sehen, ob die Angaben, dass das richtig sein soll bis zu 4 GHz, ob das auch stimmt. Also im Moment habe ich eine Frequenz von 10 MHz und 0 dB eingestellt. Jetzt machen wir Schritte von 10 dB nach unten und schauen mal, was da kommt. 10 dB sollte minus 210 dB sein, minus 210 Millivolt sein, nicht dB, also 10 dB mal 21 Millivolt. Nach Adam Riese sollte das geben 1,702. Wir sind hier bei 1,713, also nicht ganz die 21 Millivolt. Das wäre mal, und dann gehen wir auf 20, minus 20 dB, richtig, 1,506, das sollte geben 1,492. Also so weit daneben sind wir nicht. 1,492 weil mathematisch ausgerechnet. Und jetzt machen wir noch die 30 dB. 1,296. 30 wäre 1,282. Also wenn man nicht zu viele Stellen nimmt, sind wir doch recht genau. 1,296. So schlimm ist das nicht. Also für Hobbyzwecke völlig ausreichend. Dann noch die 40 dB. 1,084, rechnerisch 1,072 und die 50 dB auch noch, die sollten 0,862 geben und sind 0,873. Also die vorgegebene
Ja, die vorgegebenen 21 Millivolt, die stimmen nicht ganz genau, aber man kann sich ja eine eigene Kurve erstellen und dann hat man eine Kurve, die auf die einzelnen Komponenten, die halt nicht immer gleichwertig sind, eine eigene Kurve erstellt und dann kann man diese Volts genau ablesen. Was wir jetzt machen, ist dasselbe, einfach mit einer anderen Frequenz. Ich gehe jetzt mal auf 500 MHz und wieder 0 dB. Wir haben hier 1925, also 500 MHz jetzt. Vorhin hatten wir 1912 bei 10 MHz, also wir sind ein bisschen höher. Die Kurve verschiebt sich und wir werden jetzt mal sehen, ob wir da auch die Linearität verschoben haben. Also wiederum, wenn ich auf minus 10 dB gehe, sollten wir wieder minus 210 Millivolt haben. Gehe jetzt mal wieder auf minus 10 dB. Genau, das ist jetzt der Fall. 1,713. Also nicht so wahnsinnig schlecht. So 1,713. Dann minus 20 dB. Hoppla, minus 20. 1,506. Ja, also ich würde mal sagen, dann minus 30. 1,297. Richtig. Und noch minus 40. 1,082. Nicht so schlecht. Und jetzt noch minus 50, 0,875. Vorherige Wert, rechnerisch gesehen, war 0,862. Also wir sind einfach in der Linearität etwa gleich. Einfach die Kurve ist ein bisschen nach oben verschoben. Also wir haben ein bisschen höhere Spannungen bei 500 MHz als vorhin bei 10 MHz. Jetzt machen wir einen riesen Schritt und gehen mal wieder auf 1 GHz und schauen Sie uns das Ganze nochmal an. Fangen wieder an bei 0 dB, 1 GHz. Ja, 1,939 oder 1,94 gerundet. Also die Kurve, jetzt sind wir bei 1 GHz, die Kurve verschiebt sich nach oben. Also wir haben ein bisschen höhere Spannungen bei höheren Frequenzen. Es scheint aber, ich mache jetzt da einen Riesenschritt, mit dem Level, ich gehe da mal auf direkt auf minus 50 dB. Und dann sehen wir 50, ja, 0,859. Und da sieht es anders aus. Das heißt, hier haben wir vorhin gehabt, bei 10 MHz, rechnerisch 0,862. Und hier sind wir tiefer. Also die Kurve verändert sich. Man müsste also korrekterweise, wenn man diese ganze Bandbreite nutzen wollte oder nutzen müsste, müsste man praktisch für jede Frequenz eine andere Kurve zeichnen. Das wäre dann die Konsequenz von dieser Geschichte. Also das stimmt, diese Kurven stimmen nicht so genau. Wir machen jetzt einen riesen Schritt, wir gehen auf 3 GHz und schauen mal, was dort passiert. 3 GHz und wieder 0 dB und man sieht, man macht nochmals einen Schritt nach oben. Die ganze Geschichte variiert ein bisschen. Jetzt machen wir wieder minus 50 dB, einfach nur um die Eckpunkte festzustellen, damit man das sieht. Minus 50 dB, genau, 0,844. Also da sind wir wieder tiefer. Also die Frequenzen, jede Frequenz gibt einen ganz unterschiedlichen Verlauf, eine unterschiedliche Kurve, im Detail eine unterschiedliche Kurve, die man dann halt von Hand mit jedem dB-Wert oder wenigstens in 5 dB-Schritten erstellen sollte. Man kann davon ausgehen, dass zwischen 0 dB und etwa minus 50 dB die Kurve linear ist. Also es würde genügen, wenn wir die Eckpunkte mal aufzeichnen würden auf einer Grafik und eigentlich einen Strich vom Startpunkt zum Endpunkt durchziehen würden. Das gibt dann eine recht gute Annäherung, um diese Leistungen auszumessen. Man sieht hier auch bei 3 GHz, da haben wir schon Schwankungen, also das ist dann nicht mehr so wahnsinnig stabil. Und jetzt machen wir noch das, schauen wir nochmal, wie das aussieht, wenn wir auf 4 GHz gehen oder sogar auf 6 GHz. Ja, jetzt sind wir bei 4 GHz. 1,907, also ein bisschen weniger jetzt wieder. Vorhin hatten wir bei 3 GHz eher ein bisschen mehr. Also jetzt ist die Kurve wieder tiefer.
Aber immerhin, ich denke mal, plus minus 3 dB könnte noch knapp hinkommen. Also das sind 4 GHz, das ist eigentlich die Spezifikation. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen höher gehen, zum Beispiel auf, was können wir da, auf 5 zum Beispiel, das haben wir jetzt, jetzt sind wir auf 5 GHz und jetzt fällt die ganze Geschichte gewaltig ab. Also tatsächlich, diese 4 GHz stimmen, 5 GHz geht nicht mehr. Oder wenn ich da sogar auf 6 GHz gehe, ja, das geht dann auch noch. Also es ist ganz unterschiedlich. Hier gibt es dann irgendwelche Welligkeiten. Das ist 6 Giga und bei 4 Giga geht es noch, jawohl, 101, aber ist dann auch nicht mehr so konstant. Also man muss dann schon sehen, das hebt dann schon wieder Welten. Also hier, die Grenze dürfte irgendwo dazwischen liegen. Die 4 GHz erreichen wir nur ganz knapp und darüber wird es komisch. Also da wird dann jetzt, wenn ich da steigere, ich gehe langsam jetzt von, das ist 4 Giga, dann 4,2, 4,4, 4,6 und so weiter. Und jetzt haben wir da 5 Giga und so weiter. Und jetzt haben wir da 6 Giga. Da sind dann die Kurven wahrscheinlich nicht mehr sehr linear. Aber immerhin, also man kann dieses Ding gebrauchen für Hobbyanwendungen, vielleicht auch mehr als Schätzung, denn als richtigen Wert. Und man sollte sich unbedingt eigene Kurven erstellen bei verschiedenen Frequenzen und vielleicht mit Eckdaten von minus 50 dB bis zu 0 dB. Und dann hat man einen guten Vergleich. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor.